Jetzt habe ich doch noch schnell aus dem Platinum-Mod diese Art von Rücke zugeladen, Rücke-Fahrzeug. Und zwar handelt es sich da um den John Deere. Jetzt warte mal schnell. Findet man im Forstmaschinen, im Fahrzeugmenü unter Forstmaschinen. Um den John Deere 848L-2. Hat 281 PS, 392 Liter Kraftstoff, fährt 25 Stundenkilometer, wiegt 22,5 Tonnen. Bereifung FS216 und Seilwindengewicht. Anscheinend hat er eine Seilwinde, habe ich noch gar nicht gesehen. Anscheinend hat er eine Seilwinde mit 15 Tonnen Zuglast. Man kann auch wieder zwischen verschiedenen Reifenherstellern oder quasi zwischen den Reifenhersteller und diesen Forstkettenhersteller wählen und dann da dementsprechend auswählen, wie im Standardmenü. Und Scheiben kann man auch tönen. Kostet 300.000 Euro. Wenn man mieten will, 15.000 Euro einmalig und dann halt eben diese zusätzlich entstehenden Kosten. Bleibt hinten so eine große Zange, dann zwickt er quasi die Holzstämme ein und kann die dann quasi rausziehen. Vorne hat er dann quasi so ein Schiebeschild, auch so ein Rückenschild, wo er dann die Bahnstämme zusammen schiebt. Den kann man auch ein bisschen mehr nehmen. Jetzt gucken wir mal. Dann ist der Vorteil, dass man die Bahnstämme quasi umnehmen kann. Im Vergleich jetzt zu so Seilwindenfahrzeugen. Und dadurch nicht irgendwo leichte Bahnstämme. Und man kann auch eine große Menge damit transportieren. Also diese relativ leicht so zusammenstellen, dass man es auch rausnehmen kann.
Oder vielleicht ist damit die Anhängelast gemeint. Das irritiert halt, weil da ist so eine. Schaut er eigentlich aus wie eine Seilwinde. Ah, na doch, Seilwinde ziehen da. Dann lade ich mal jetzt den Rest vom Holzhahn auf und dann transportieren wir es ins Sägewerk. Ich denke, das dürfte jetzt dann genügen. Was jetzt zu dem Langholzauflieger. Also ich finde ihn praktisch für längeres Holz. Man kann halt auch jede Menge im Vergleich zum normalen Langholzzug jede Menge Holz aufladen. Und man kann ausziehen, wenn man sieht, diese Längenvergleiche ist ein bisschen länger. Und vor allen Dingen hatte die Achsen hinten. Das wurde dafür sorgt, dass man quasi der Schwerpunkt weiter vor den hinteren Achsen ist und man längeres Holz aufladen kann. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.